Namaste und willkommen. Das ist der zweite Teil unserer Reise durch die Chakras hindurch und ich freue mich, dass du mit dabei bist und lade dich herzlich auf diese Reise ein. Im ersten Teil, also Beginn dieser Chakra-Reise, werden wir im Wurzelchakra. Das Chakra heißt Muladhara und Muladhara ist ein Chakra, das uns einlädt, anzukommen, einen Platz im Leben zu finden, auch bei uns selbst sein zu dürfen und so sein zu dürfen, wie wir sind. Und es möchte uns mit uns verbinden und mit dem Leben verwurzeln. Das war eine Reise, die uns eher erdend begleitete. Wir arbeiteten viel mit dem Bodenkontakt unter uns und das Element war auch die Erde. Und heute gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Wir gehen aus dem Steißbeinbereich, dort wo Muladhara Chakra verwurzelt ist, eine kleine Etage weiter hoch auf dem Weg durch die Wirbelsäule. Wir sind heute im Sakrum, also im Kreuzbeinbereich. Und hier ist das zweite Chakra lokalisiert. Im Sanskrit wird es Svadhisthana Chakra genannt. Svadhisthana sind zwei Stammworte. Sva bedeutet etwas Eigenes oder auch das eigene Selbst oder das Selbst. Und Sthana wird oft mit Mitte oder Zentrum oder ja, der Körpermitte auch verbunden. Die Körpermitte an sich physisch ist der Bereich des Beckens. Die Beckenschale ist der Strukturbereich, der den Übergang bildet vom Unterkörper zum Oberkörper. Hüftgelenke verbinden die Beine mit dem Rumpfbereich. Die Beckenschale trägt die inneren Organe des Körpers und bildet die Basis für den Rumpfbereich. Und Svadhisthana hat ein anderes Element als die Erde. Svadhisthana ist das Element des Wassers. Und was macht Wasser so einzigartig? Wasser ist lebendig. Wasser bewegt sich, Wasser fließt, Wasser passt sich Veränderungen an. Und es hat dabei eine sehr tiefe Kraft, denn es gibt kein anderes Element, das unseren Planeten im Laufe der Jahrmillionen so verändert hat wie Wasser. Es hat in seinem Fluss, in seiner Feinheit und in seinem Fließen eben den Planeten geformt, so wie kein anderes Element. Hat Teller geformt, hat ja, das Gleichgewicht des Planeten verändert. Und wenn Wasser das Element ist, dann ist auch schon deutlich, wie die Yogastunden aussehen werden, die wir mit Svadhisthana verbinden. Das sind Yogastunden, die uns in den Fluss bringen. Wir werden Bewegungen fließend erfahren in dieser Stunde. Wir werden die Atmung und die Bewegung verbinden, werden auch der Atmung Raum schenken, werden sie fließen lassen und werden so die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit unseres Körpers erfahren. Physisch ist das im Wesentlichen im Bereich der Hüftgelenke. Das ist heute ein Mittelpunkt der Praxis. Wir werden die Hüftgelenke mobilisieren, werden die Hüfte öffnen. Also das meint im Wesentlichen Beuge- und Streckbewegungen machen, aber auch die Abduktionsbewegung, also die Beine nach außen führen. Alles eben das, was die Hüftgelenke mobilisiert. Und manchmal führt uns das auch in Ungewohntes. Ja, wir machen im Yoga Bewegungen, die wir im Alltag so nicht machen. Yoga führt uns oft auch aus dem Vertrauten und aus der Bewegungsroutine des Alltags hin in etwas anderes. Ja, manchmal verlassen wir auch die Komfortzone. Für die einen ist das sehr deutlich spürbar, wenn wir den Hüften arbeiten. Für die anderen ist die Komfortzone etwas weiter, als wir vielleicht heute gehen werden. Aber sicherlich gibt es auch bei dir in deiner Yoga-Praxis Erfahrungen, die dich an Grenzen bringen oder aus der Komfortzone herausbringen. Und das sind Erfahrungen, die sehr interessant sind. Ja, denn an den Erfahrungen können wir arbeiten. Wir können offen sein für das Neue und uns aus der Routine und manchmal auch der Enge, die Routine bedeutet, uns öffnen, uns frei machen und Neues entstehen lassen. Und das möchte ich mit dir in dieser Stunde erfahren. Für die einen oder anderen werden das sicherlich auch ungewohnte Impulse werden in der Yoga-Praxis. Aber ich wünsche mir, dass du den Weg mit mir lebendig damit gehst. Gut, wir beginnen diese Stunde auch im Liegen. Und so wie du die Unterlage unter dir spürst, bitte ich dich noch einmal, die Erinnerung wach zu werden,
und zu erwecken an das letzte Chakra, an Muladhara. Das war das Chakra, das uns mit der Erde verbindet. Ich möchte dich einladen zu spüren, wie du im Moment die Erde berührst. Zu spüren, wie die Füße den Boden berühren, wie dein Kreuzbein am Boden auflegt. Hier ist Svadhisthana verwurzelt und verankert. Spür aber auch, wo du mit dem Rücken im Moment die Unterlage berührst. Mit dem Schultergürtel, den Armen und Händen, auch dem Hinterhaupt. Und wenn du diese Auflageflächen und Berührungen beobachtest, kannst du auch beobachten, dass sie größer werden, wenn du dich tiefer in die Erde entspannst. Wenn du zulässt, dass sie dich trägt. Und aus diesem Gefühl heraus, dass du getragen wirst und Halt findest, möchte ich heute mit dir lebendig werden und Svadhisthana erwecken. Und ich bitte dich dafür, einfach die Beine ganz locker auszuschütteln. Einfach so, dass du die Muskeln in Schwung bringst, vielleicht eine Schütteltechnik probierst, in der auch die Waden mitschwingen können. Ruhig auch variieren. Ja, wir spielen heute mit Bewegungen. Und dann hebe bitte die Beine nach oben, schüttel die auch nochmal ganz locker aus in die Luft. Und nimm auch die Arme hinzu, mal ganz locker hier ausschütteln. Und vielleicht hast du Ideen, wie du dich noch schütteln kannst, noch verändern kannst, Neues probieren kannst, andere Ideen probieren. Gut, und wenn es dann reicht, dann lande erstmal wieder, stell die Füße auf und leg die Arme zur Matte ab. Und dann spür schon, wie es in dir kribbelt und strömt. Und jetzt beginn dein Becken bitte einzurollen. Du rollst also auf dem Steißbein ein. Das Steißbein schaufelt unter den Beckenbereich. Der untere Rücken kuschelt an die Yogamatte. Und jetzt gib dein Becken bitte nach vorn aus, sodass du ein Hohlkreuz im unteren Rücken formst. Und mach das ein paar Mal weiter. Ja, ist eine sehr einfache Bewegung im Beckenbereich, aber auch sehr schön, denn sie bewegt auch den unteren Rücken, schenkt ihm abwechselnd eine Zuginformation und einen Druckimpuls. Und das massiert den unteren Rücken. Und ich bitte dich auch zu beobachten, ob du, während das Becken kippt auf der Matte, vor und zurück rutschst. Und falls ja, dann probier dich zu stabilisieren. Probier nicht zu rutschen auf der Matte und trotzdem dein Becken zu bewegen. Und wenn du es das nächste Mal einrollst, dann heb es bitte ein ganz klein wenig vom Boden ab, dass es gerade so die Matte verlässt. Und dann komm wieder zurück mit dem Becken und kipp es nach vorn aus. Und mach das weiter, komm mit jeder neuen Runde mit dem Becken ein wenig höher und dann wieder zurück, sodass du also peu à peu immer mehr Wirbel in diese Bewegung bringst und dich weiter hoch und runter rollst. Und dann beobachte diese Bewegungswelle, die vom Becken durch den Rücken fließt. Ja, wir initiieren sie im Kreuzbeinbereich an Svadhisthana und lassen wie eine Welle durch den Rücken hindurch fließen. Arbeite dich dabei vor Richtung Schultern. Und finde auch eine gute Atmung für dich. Manchmal ist es schön einzuatmen und das Becken zu heben. Manchmal schön auszuatmen und das Becken zu heben. Probier einfach, was für dich jetzt gut ist in diesem Augenblick. Und dann beginne noch zwei neue Runden. Bis ganz hindurch, durch den Rücken Richtung Schultern. Wenn du nach diesen Runden wieder zurückkommst, dann bitte ich dich, kurz innezuhalten, mal nachzuspüren, auch zu spüren, wie die Atmung in dir strömt und fließt. Eine neue Runde, bitte roll dein Becken ein und jetzt bitte ich dich, nach oben zu schlängeln, also rechts und links der Wirbelsäule entlang dich hochzuheben. Und wieder nach unten zu schlängeln. Zieh dein Gesäß dabei Richtung Fersen. Leg dich also lang nach unten ab. Und mach das für dich weiter. Ja, das ist eine ungewohnte Bewegung, aber doch sehr interessant für den Bereich des Rückens, für die Muskulatur des Rückens und für die Faszienketten des Rückens. Einfach schlängeln und spüren, was gut tut, was hier geschieht.
Und das auch noch zweimal beginnen, bitte. Und wenn du dann wieder ankommst, dann verweil hier wieder und spür noch einmal in den Rückenbereich, in die Wirbelsäule. Dann bitte ich dich, hier die Knie heranzuführen. Greif sie und greif sie separat, sodass jede Hand ihr Knie greift. Bring dann die großen Zehen zueinander und beginne die Knie nach außen zu kreisen. Große Kreise mit den Knien. Und das führt uns in die erste Rotationsbewegung der Hüftgelenke. Dort kommt die Bewegung an. Und dann kannst du zwischendurch gerne die Richtung auch wechseln. Und noch ein, zweimal die Runden erfahren, wechseln, verändern, ausprobieren. Und dann greife mit beiden Händen dein rechtes Knie und leg das linke Bein lang nach vorn am Boden ab. Schieb die linke Ferse nach vorn und drück die Innenseite des linken Oberschenkels nach unten, sodass dein linkes Bein lang wird und du es kraftvoll erdest. Und dann zieh ihm aus, hat man dein rechtes Knie zum Oberkörper oder zur rechten Flanke und einatmet man, schaff Abstand, bring das Knie etwas nach vorn, dann werden die Arme lang. Mach das weiter für dich. Ja, auch noch ein, zweimal. Und damit ich dich dein Knie loszulassen und Kreise in die Luft zu zeichnen mit dem Knie. Du kannst gerne erstmal klein beginnen. Und dann spür in den Hüftbereich, rechtes Hüftgelenk und lass von dort die Bewegung entstehen. Und vielleicht so, dass du die Bewegung gar nicht mit dem Kopf führst, also nicht daran denkst, wie oft du nach rechts und links kreisen sollst, sondern eher das Gelenk selbst die Bewegung entstehen lassen kann. Lass es dein Körper machen. Und dann wird sich sicherlich die Bewegung verändern. Mal ein anderer Kreis, mal ein Halbkreis, mal eine Acht, mal ein Richtungswechsel. Lass es einfach geschehen und genieß die Kreativität, die hier möglich ist. Dein Becken kann mitschaukeln, dann wird die Bewegung noch größer, wird auch der Rumpf mobilisiert. Dann greif mit der rechten Hand zum Knie, mit der linken Hand zum Fuß. Und dann dreh das Bein so auswärts, dass der Unterschenkel parallel zu dir kommt. Also das Knie nach rechts zeigt und der Fuß nach links zeigt. Und dann finde hier Bewegungen. Nach rechts und links und vor und zurück. Und stell dir vor, du suchst nach Dehnungen für die Muskulatur um das Gelenk herum. Und wenn es größer werden dürfte, könnte auch das Knie mal nach rechts kommen oder der Fuß mal nach links aufsetzen. Dann verschraubt sich auch der Rückenbereich. Beobachte auch hier, was da entsteht an Dehnungen, an Bewegungsmöglichkeiten. Jetzt greift mit der rechten Hand die Außenkante deines Fußes und schieb abwechselnd mal den Fuß nach oben. Oder winkel dein Knie an, sodass du es nach rechts Richtung Erde ziehst, während der Fuß weiter nach oben zeigt. Beobachte auch hier, welche Bewegungsmöglichkeiten entstehen. Oben und unten und rechts und links. Mach das, was sich gut anfühlt. Das, was dir ein Gefühl von Lebendigkeit und Beweglichkeit schenkt. Auch hier kannst du mehr machen. Kannst du vielleicht nochmal den Fuß nach links aufsetzen und dich dahin drehen. Und wenn du genug probiert hast, dann leg das rechte Bein einfach zur Erde ab. Und dann spür nach, was ist das für ein Gefühl zwischen rechts und links?
dann greift ihr mit beiden Händen dein linkes Knie. Und wenn du das machst, schiebst du deine rechte Ferse nach vorne und drückst die Innenseite des rechten Oberschenkels nach unten Richtung Erde. Lass auch hier dein Bein aktiv und lang und kraftvoll geerdet. Und im Ausatmen führt dein linkes Knie zum Oberkörper. Und einatmend ein Stück nach vorn. Mach das im Atemfluss für dich weiter. Okay, noch ein, zweimal. Und beginn mit den Kreisen, ruhig mal klein und lass sie dann größer werden. Und stell dir vor, dass du das auch nicht unbedingt mit dem Kopf machst, also nicht überlegst, was du machen sollst oder Dinge tust, die du immer hier machst in der Bewegung, sondern lass das mal durch den Körper entstehen, vom linken Hüftgelenk aus. Lass es sich bewegen dürfen. Und dann kannst du dich auf die Suche begeben, vielleicht nach Muskelfasern, die sich ein bisschen dehnen. Auch auf die Suche gehen, wie groß und wie flexibel die Bewegung werden darf. Lass es ruhig ganz groß werden, nur dass das Becken mitschwingen kann und dann auch der Unterrücken ein wenig gedreht und bewegt wird. So, jetzt greif bitte mit der linken Hand das Knie, mit der rechten Hand den Fuß und dreh den Unterschenkel parallel. Das ist eine Auswärtsrotation im Hüftgelenk. Und dann such hier nach Bewegungen rechts und links und vor und zurück. Und da werden sich andere Muskelfasern dehnen und bemerkbar machen. Schau auch hier für dich, was für Bewegungen möglich sind. Vielleicht mal weiter nach links, das linke Knie Richtung Boden führen oder mal den Fuß nach rechts aufsetzen. Und auch beobachten, was das bedeutet, wenn du dich hier hindrehst zur rechten Seite. Was ist das für ein Gefühl für den Rücken? Was geschieht dort? Dann bring bitte die linke Hand an die Außenseite des Fußes und schieb abwechselnd die Fußsohle mal hoch Richtung Decke und beobachte, wo sich hier Muskeln dehnen. Und zieh abwechselnd mal das Knie Richtung Boden nach links. Beobachte, wo da Muskulatur gedehnt und bewegt wird. Dann begib dich auch hier auf die Suche nach interessanten Dehnerfahrungen. Und wenn du mehr magst, dann stell ruhig den Fuß mal nach rechts auf. Beobachte, was da geschieht. Und dann mach diesen Bewegungsimpuls noch zu Ende, bitte. Und leg dann auch das Bein zurück zur Erde. Und spür nach. Links und rechts, im Beinbereich, im Hüftbereich. Im Beckenbereich und unteren Rücken. Und dann stell die Füße bitte wieder auf. Einmal die Beine ausschütteln. Und wenn du sie ausgeschüttelt hast, dann drück die Füße etwas mehr in den Boden. Das erinnert uns an Muladhara, das Wurzelchakra. Verwurzel die Füße am Boden. Und dann heb dein Becken ein kleines Stück hoch. Und beginn mit dem Becken Kreise zu machen in die Luft. Mal die eine, mal in die andere Richtung. Vielleicht auch mal Halbkreise oder etwas anderes, schaukeln und auch mal schütteln. Wann hast du das Becken das letzte Mal ausgeschüttelt? Probier es hier. Und dann bitte ich dich, so ganz sanft mit dem Becken die Unterlage unter dir auszuklopfen. Und dann kann das Becken nach rechts und links wandern, während du die Unterlage ausklopfst.
Und wenn du alles getan hast, dann lande wieder und spür nochmal nach, wo es jetzt strömt, wo vielleicht etwas kribbelt, wo sich etwas bewegen möchte. Und dann greif dein rechtes Knie, streck dein linkes Bein nach oben aus, nutze das als Schwungbein, hol ruhig ein paar Mal Schwung und schwing dich hoch. Und komm dann bitte zum Vierfüßler. Und wenn du hier angekommen bist im Vierfüßler, dann ruhig auch nochmal rackeln und bewegen und verwöhnen. Und wenn du das gemacht hast, dann bitte auch hier mal das Becken kreisen. Als würdest du es über den Knien kreisen, nach rechts und nach links. Und wenn du ausgekreist hast, dann mach wieder eine Pause, komm wieder in den Vierfüßler und roll dich hier bitte ein in den Katzenbuckel. Ein ganz runder Rücken, der Blick Richtung Beckenbereich. Dann der Pferderücken, kipp dein Becken nach vorn und tauch von dort wie eine Bewegungswelle nach unten ein. Wirbel für Wirbel Richtung Schulter, bis am Ende der Kopf sich hebt und der Blick nach vorn kommt. Und wieder am Becken beginnen bitte, das Becken einschaufeln, den Bauchnabel hochsaugen, die Flanken hochheben, aus den Schultern herausheben und am Ende den Kopf einrollen mit dem Blick Richtung Becken. Mach das weiter, beginn immer am Beckenbereich und stell dir wie eine Welle, eine Bewegungswelle vor. Du initiierst sie am Becken, lässt sie durch den Rücken hindurch fließen und im Kopfbereich enden. Einatmend in den Pferderücken, ausatmend in den Katzenbuckel. Dann visualisiere ruhig eine Wasserwelle vom Becken durch die Wirbelsäule Richtung Kopf. Noch zwei Runden, bitte. Und dann lande mit einem neutral langen Rücken. Fächer die Hände auf, mach eine gute Basis zum Boden, stell die Füße auf und komm nach oben in den abwärtsschauenden Hund. Und lass uns ihn heute nicht als eine statische äußere Haltung begreifen, sondern als eine Asana, die lebendig ist. Also mit dieser Idee, dass sie lebendig ist, bitte ich dich, Bewegungen zu entdecken. Und auch nicht unbedingt drüber nachzudenken, was du jetzt machen sollst, sondern einfach zu fühlen, was braucht dein Körper? Wo mag er sich hinbewegen? Wo kann er sich überhaupt hier bewegen? Und hier ist etwas sehr Seltenes im Yoga. Hüpfen. Ich bitte dich, ganz lockere, feine Hüpfbewegungen zu machen. Mit den Füßen mal nach rechts und links hüpfen. Mit dem Becken federn. Und dann hüpf so langsam wieder zur Ruhe zurück. Komm in den abwärts schauenden Hund wieder an. Und finde eine Form. Es ist etwas Äußeres, eine bestimmte Haltung, aber doch ein inneres, lebendiges Dasein. Bleib lebendig, werd nicht fest, schenk der Atmung Raum im Rücken. Und wenn du einatmest, dann komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, bring die Knie, Brustbein und Becken zur Erde. Und hier bitte ich dich zu schlängeln, nach rechts und links. Und wenn du eine Hand in die Erde drückst, kannst du dich in die Seite aufschrauben. Dann beobachte, was für dich hier gut tut. Welche Bewegungen der Rücken mag. Und dann schlängel dich bitte nach oben in eine erste kleine Rückbeuge. Vielleicht in die Cobra. Ein wenig höher, mal ein wenig tiefer.
Vielleicht sogar nach oben in den aufwärts schauenden Hund, je nachdem, wie es für dich jetzt gut ist. Und dann komm wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein rechtes Bein nach oben und schwing den Fuß nach vorn. Das ist der Reiter, Asvasamchalanasana, heißt das im Sanskrit. Und hier im Reiter, hier können wir sehr schön nochmal den Beckenbereich aktivieren. Und da bitte ich dich, mit dem Becken einmal Kreise zu machen. Und zu spüren, was sich bewegt, wie die Muskulatur der Oberschenkel gedehnt wird und bewegt wird. Und dann lass aus den Kreisen eine ganz sanfte Federbewegung werden. Du federst mit dem Becken ganz locker, ganz sanft hoch und runter. Das ist eine sehr deutliche Federbewegung für die Beinmuskulatur, besonders sicherlich im linken Oberschenkel, die Vorderseite, also der Hüftebeuger der Muskulatur. Und das ist ein sogenannter Hüftöffner. Ja, wir öffnen die Hüfte in die Streckbewegung der linken Seite. Ganz locker federn. Und dann lass es ausfedern. Finde wieder eine äußere Haltung. Bitte dich, die linke Hand zu erden, rechte Arm über die Seite zu heben, dich mal in die Drehung zu bewegen, zu atmen, zu wachsen, zu strecken. Und dich als einen organischen Körper zu begreifen, der sich bewegen möchte, der immer wieder Neues sucht, neue Formen entdeckt. Gib der Atmung Raum und Fülle und Tiefe. Und dann komm wieder zurück, schwing dich zurück in den Hund. Einmal hier bewegen, laufen, federn, hüpfen, je nachdem, worauf es jetzt Lust hat. Einatmend in den Liegestütz, ausatmend Knie, Brustbein und Becken ablegen. Einatmend nach oben rackeln, Kobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein linkes Bein nach oben und schwing den Fuß nach vorn. Und auch hier bitte ich dich nochmal mit dem Becken zu kreisen und wahrzunehmen, wo sich was dehnt, wo Bewegung entsteht. Und dann lass aus diesem Kreisen eine ganz locker, feine Federbewegung entstehen mit dem Becken. Als würdest du in ein Gefühl der Dehnung hineinfedern. Und das ist sehr interessant, jetzt ja, vielleicht die linke Seite, Rückseite des Oberschenkels, aber deutlich auch rechter Oberschenkel, die Vorderseite. Vielleicht sogar im Hüftbeugerbereich, also im Ansatz des Oberschenkels, am Beckenbereich. Ganz locker federn. Vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen mit dem Oberkörper. Und dann halte inne, die rechte Hand gut erden, den linken Arm über die Seite hochheben. Und dann spiel mit dieser Drehung. Entdeck das Körpergefühl. Wo mag sich was bewegen? Wo mag Größe entstehen? Wo braucht es Kraft? Und dann komm aus dieser Entdeckung wieder zurück, den abwärts schauenden Hund. Auch hier nochmal bewegen, hüpfen, federn. Einatmend in den Liegestütz, ausatmend die Bauchlage. Einatmend nach oben reckeln, ausatmend zurück in den Hund. Hebe jetzt dein rechtes Bein nach oben und dreh die Hüfte auf, die rechte Hüfte hoch über die linke. Unter dem rechten Oberschenkel durchschauen, tief atmen, Bewegungen finden und dann den Fuß nach vorn schwingen. Gut, jetzt dreh bitte das hintere Bein auswärts, sodass du die Ferse nach innen erdest. Und bring die rechte Hand nach innen. Und jetzt beug bitte dein vorderes Knie. Und so wie du es beugst, so sinkt das Becken etwas tiefer und die Dehnung entsteht jetzt in der Innenseite des linken Oberschenkels, der Abduktoren- und Adduktorengruppe. Ja, und auch hier kannst du mit dem Becken ganz sanfte Federbewegungen probieren.
spüren, wo die Dehnung jetzt entsteht. Gut, und wenn du eine Bewegung ausklingen lässt, entsteht wieder eine Form. Verweil dort und komm mit den Händen 2, 3 handbereit nach links. Lehn das rechte Knie gegen eine imaginäre Wand nach außen, also nimm es nicht mit nach innen, sondern lehn es nach außen. Du kannst es gerne nochmal anbeugen. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann wander mit den Händen von dir weg und lass den Oberkörper ganz weich und sanft Richtung Erde schmelzen. Und hier nicht fest werden, die Atmung in die dehnenden Räume schicken und vielleicht kleine Bewegungen integrieren. Und dann lauf wieder zurück und komm den Hund zurück. Gerne nochmal die Spannung rausschütteln. Einatmend ein Vinyasa, der Liegestütz. Ausatmend Bauchlage. Einatmend Rückbeuge. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Zieh bitte dein linkes Bein nach oben. Dreh die linke Hüfte über die rechte auf. Schau unter der linken Achsel zur Seite und spiele ein bisschen mit den Bewegungsmöglichkeiten. Dann schwing den Fuß nach vorn. Und dreh das hintere Bein auswärts, um die Ferse zu erden. Und dann bring die Hände nach innen. Auch hier bitte ich dich, mit dem vorderen Knie zu beugen, um mal zu spüren, wie das Becken eintaucht und die Innenseite des rechten Oberschenkels sich dehnt. Nutze ein paar Momente, um in diese Dehnung zu fließen, mit kleinen oder mit größeren Bewegungen. Und dann komm hier an, stell dir vor, du lehnst dein Knie etwas nach außen, lässt es dort, wanderst mit den Händen 2, 3 handbreit nach rechts und gern noch nach vorn, also von dir weg, sodass dein Herzraum, dein Oberkörper sanft Richtung Erde schmelzen kann. Und dann werd nicht fest, verharre nicht, sondern schick die Atmung in die Dehnung und lass kleine Bewegungen entstehen, wenn es zu fest wird. Und dann komm auch hier wieder zurück, die Hände wieder nach vorn, stell den hinteren Fuß auf und jetzt einen Schritt vor, bitte. Eine weiche Vorbeuge. Auch hier gerne mit kleinen Bewegungen eintauchen. Ein bisschen auf der Stelle laufen, mit dem Oberkörper in die Vorbeuge schmelzen oder kleine Federbewegungen einbauen. Entdeck die Dynamik in dieser Möglichkeit. Dann stütz die Hände bitte auf die Oberschenkel und komm in die Hocke und finde hier Bewegungen. Ja, vielleicht mal mit dem Becken kreisen, vielleicht auch durch den Rücken Wellen der Bewegung fließen lassen, in den Schulter- und Nackenbereich. Nimm den Boden wahr. Beobachte, wie die Füße den Boden berühren. Verwurzel dich hier. Und jetzt stell dir vor, du drückst den Boden nach unten. Und so wie du das machst, so kannst du dich nach oben schlängeln und räkeln. Drück den Boden nach unten und streck dich hoch. Und heb die Arme hoch und streck dich lang. Mal rechte und linke Hand ganz nach oben bringen. Dann bring die Arme zur Seite und schwingen um deine eigene Körperachse. Ganz lockere Bewegungen, ganz weiche Schultern, lockere Arme. Spür wieder den Boden, beobachte, wie die Füße den Boden berühren, sich hier verwurzeln. Das ist die Basis, die dir Halt gibt. Und jetzt beginn dich, während du dich drehst, nach oben zu schrauben. Schraub dich lebendig in die Welt. Entdeck eine innere Größe. Wenn du magst, du kannst gerne die Hände an den Rücken oder an das Gesäß klopfen lassen. Als wäre das eine Massage, die du dir gönnst.
Und dann lass diese Bewegung ausschwingen. Du kannst auch gerne die Augen einen Augenblick lang schließen und nachspüren. Wo kribbelt was? Wo strömt etwas in deinem Körper? Wie fließt die Atmung durch ihn hindurch? Jetzt bist du einerseits von außen betrachtet relativ ruhig im Stand und doch innerlich lebendig, innerlich frei und organisch. Dann öffne wieder die Augen. Gut. Bring den Blick bitte zu den Füßen. Man stellt die Füße so auf, dass die Beine parallel sind zueinander. Das ist der sogenannte Hüftgelenkbreite-Stand, also nicht Hüftbreite, der wird etwas breiter, dieser Stand. Hüftgelenkbreit, Hüftgelenke sind etwas nach innen versetzt. Da sind die Beine parallel und damit ist auch das Gewicht in der Mitte der Gelenke der Beine gut verteilt. Jetzt heb die Zehen bitte hoch. Spür die Auflageflächen der Füße, verwurzel sie dort. Fäche die Zehen auf und lass sie wieder am Boden ausgleiten, ganz weich und sanft. Jetzt verwurzel den linken Fuß ganz besonders. Stell dir vor, du schlägst Wurzeln um dich herum und stellst den Fuß auf eine große, breite Basis auf. Dann beug dein rechtes Knie und zieh es ein Stück heran. Linken Fuß gut erden. Da sind sicherlich kleine Bewegungen im Fußgelenk spürbar. Das ist gut, ist okay. Und jetzt bitte ich dich, mit dem rechten Knie Kreise zu machen, nach außen. Ja, und dabei die Hüfte zu spüren, auch das rechte Hüftgelenk, das sich bewegt, das Svadhisthana an dieser Bewegung. Und gleichzeitig ist der linke Fuß gut verwurzelt in Muladhara. Und so vereint sich beides. So braucht es Stabilität am Boden, um daraus lebendig zu werden. Einmal ein großer Bogen, bis das Knie nach außen zeigt. Lass es dort. Das ist die sogenannte Außenrotation. Die willst du machen und dafür hebst du die Innenseite des Knöchels hoch. Ja, die Innenseite des Knöchels hebst du nach vorn hoch. Das ist eine Auswärtsrotation im Hüftgelenk. Jetzt streck bitte den Fuß und dreh die Fußsohle nach vorn hoch. Und dann öffne die Arme zur Seite und bring Daumen und Zeigefinger zueinander, zu Chin Mudra. Und das ist eine Variante des Tänzers, des Natarajasana. Atmen in den Raum des Beckens, in die Hüfte. Und dann löse wieder auf und greif dir dein Knie bitte, ziehst du dir heran. Und dann stell den Fuß zurück zur Erde. Dann spür nach, rechts und links. Nimm den rechten Fuß wahr und erde ihn am Boden, verwurzel ihn. Stell ihn auf eine breite Basis auf. Beug dein linkes Knie. Und wenn du soweit bist, dann zieh dein Knie zu dir heran und mal kreise nach außen. Ganz weich, ganz geschmeidig. Auch hier erwartet dich diese Kombination der beiden Chakras, rechten Fuß, das Gefühl geerdet und mit dem Boden verbunden zu sein, Halt zu finden und in der linken Hüfte das Gefühl, beweglich und lebendig zu werden. Einmal noch nach außen kreisen. Das ist eine sehr interessante Hüftstellung. Hüftgelenk ist gebeugt, also in der Flexion. Das Knie ist weg aus der Körpermitte, das Hüftgelenk ist abduziert. Und jetzt kommt noch die Auswärtsrotation, indem du die Innenseite des Knöchels hochhebst. Das sind alle Bewegungsrichtungen, die das Hüftgelenk machen kann, hier vereint. Jetzt streck noch den Fuß und dreh die Fußsohle über vorn Richtung Himmel. Schließ den Beckenboden und öffne die Arme. Und dann erfahr dich in dieser Form, in dieser Haltung, einerseits verwurzelt, andererseits lebendig und organisch.
Und dann löst wieder auf, greif dein Knie, zieh es zu dir heran und stell den Fuß wieder am Boden ab. Gut, gerne mal die Beine ausschütteln. Wenn du im Stand wieder ankommst, dann beug die Knie ein wenig, da werden sie durchlässiger und dann kreis mit dem Becken wieder. Ganz groß, ganz weich. Vielleicht sogar auch mit einer sinnlichen Qualität. Und wechsel auch die Richtung. Lass die Kreise immer kleiner werden und kleiner, um ein Gefühl für eine Mitte zu bekommen. Und wenn du diese Mitte für dich entdeckst, wenn die Bewegung ausjustiert ist, dann halte nochmal inne und erfahre deinen Beckenraum als eine lebendige, organische Struktur, da wo du gerne zu Hause bist. Nimm die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Komm in den vorderen Teil deiner Yogamatte und beug ein wenig die Knie. Tauch mit den Händen hier ein und dann komm über vorne hoch in die Welt, streck dich in sie hinein, öffne die Arme und verneig dich der Erde vor dir. Atme ein in die halbe Vorbeuge, streck einen Rücken in seine Länge, atme aus, entspann dich mit diesem weichen Rücken in die Verneigung nach unten. Einatmend, rechter Fuß einen Schritt zurück, ausatmend, linker Fuß nach hinten in den Hund. Einatmend, in den Katzenbuckel gleiten, die Bewegungswelle zum Pferderücken entdecken, ausatmend, zum Kind eintauchen. Einatmend, komm wieder nach oben in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Räkel dich nach oben. Entdeck seine Beweglichkeit, seine Lebendigkeit und Freiheit. Und dann heb dein rechtes Bein hoch, dreh die Hüfte auf. Und jetzt ganz in Ruhe, leg dein rechtes Knie zwischen den Händen zur Erde ab. Dein rechtes Knie zwischen den Händen langsam absetzen. Und lass das linke Knie noch gehoben im Augenblick. Wander mit dem linken Fuß nach hinten. Dann kannst du merken, dass dein Becken sich senkt Richtung Boden und jetzt leg dein linkes Knie bitte ab. Hinteren Fuß kannst du aufstellen oder ablegen. Schau einfach für dich, was für das linke Knie am besten ist. Jetzt die Hände gut erden, gib ein bisschen Kraft in den Boden und versetz dein rechtes Knie etwas nach außen, vielleicht an den Rand deiner Unterlage. Im Moment ist jetzt der rechte Fuß unter dem rechten Hüftgelenk. Wander mit ihm bitte nach links zum linken Hüftgelenk. Und dann beobachte für dich und spüre, wie weit der Fuß Richtung linke Hand wandern kann. Du kannst da gerne nachhelfen. Aber immer freundlich zu den Gelenken sein, zum Hüftgelenk und Kniegelenk. In manchen Yoga-Traditionen ist es wichtig, den Fuß jetzt anzuwinkeln, in manchen eher wichtig, ihn lang abzulegen. Bitte für dich mal jenseits dessen, was du hier in dieser halben Taube gewohnt bist, mal was anderes zu probieren. Wenn du den Fuß nie anwinkelst, dann mal schauen, was passiert, wenn du ihn anwinkelst, wenn du ihn nie ablegst und lang machst. Und mal probieren, ihn lang zu machen. Und dann spür, was für dich jetzt, für das rechte Knie am besten ist. Manchmal ist es auch so eine Mitte, nicht ganz gewinkelt, nicht ganz gestreckt. Jetzt lass dein rechtes Hüftgelenk nach hinten kommen und zieh dein linkes Hüftgelenk nach vorn. Ja, linkes Hüftgelenk nach vorn, rechtes nach hinten. Dann wird der Beckenraum parallel zueinander, links und rechts parallel. Und jetzt denk dein Becken etwas schwerer und lass es schwerer nach unten gleiten, Richtung Erde. Kuschel es Richtung Erde. Und wenn es dann für dich gut ist, dann kannst du entweder hier bleiben, dich aufrichten oder wenn du tiefer magst, dann auf die Unterarme kommen. Wenn das zu tief ist, vielleicht nimmst du eine Unterlage unter den Unterarmen, Blöcke oder ein Kissen. Noch einmal das Becken tief.
tiefer rackeln. Lass die Atmung in den Raum des Beckens fließen und in die Muskulatur, die im Moment so intensiv sich dehnt. Alles dafür, nicht fest zu werden, nicht zu warten, bis es vorbei ist, sondern lebendig und organisch zu bleiben. Auch wenn uns das sicherlich über die Komfortzone ein bisschen hinausbringt. Vielleicht sogar dann, wenn du den Händen weiter nach vorn kommst und den Brustkorb und die Stirn Richtung Erde kuschelst. Immer wieder atmen, justieren und das nicht als etwas Festes beobachten, das es gilt zu halten und zu verweilen, sondern als etwas Dynamisches anzusehen, das sich immer wieder verändern kann. In das Becken atmen, in die Dehnung atmen. Und dann wandere mit den Händen wieder zurück und richte dich auf. Jetzt wandere bitte mit beiden Händen nach rechts, rechte Hand außerhalb des Knies, Oberkörper über dem Knie ankommen lassen. Und dann atme ein, streck dich nach oben, atme aus, komm mit einem sehr schönen langen Rücken Richtung Knie, komm tiefer nach unten. Einatmend roll dich nach oben hoch, Wirbel für Wirbel nach oben. Ausatmen, ein langer, geschmeidiger Rücken nach unten. Mach das bitte für dich weiter. Ganz erhaben rollt dich die Einatmung hoch in die Welt. Ganz geschmeidig verneigst du dich zur Erde. Noch ein Zyklus bitte. Wenn du wieder tiefer eintauchst, dann verweil hier und probier den linken Ellenbogen an das Knie oder rechts neben dem Knie aufzusetzen. Die rechte Hand von oben in die linke zu stützen, gib da Kraft von oben nach unten und schraub dich nach rechts auf. Auch hier spüren, wo wird es fest, wo braucht es Atmung, wo braucht es Bewegungsimpulse. Und dann komm bitte wieder zurück nach oben, wieder nach vorn und lass dir Zeit auf dem Weg zurück zum Abwärtsschauenden. Und es braucht ein bisschen Zeit jetzt, um das Hüftgelenk wieder zu normalisieren. Wenn du hier ankommst, dann geh in die Bewegung. Schenk der Atmung Fülle und Freiheit. Einatmend in den Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage. Einatmen nach oben reckeln, ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund kommen. Dann heb dein linkes Bein nach oben hoch, heb die linke Hüfte über die rechte und schwing den Fuß nach vorn. Und dein Knie nach vorn zwischen den Händen aufsetzen. Auch hier ankommen, rechtes Knie noch gestreckt. Wander mit dem rechten Fuß nach hinten, dann sinkt dein Becken tiefer. Und wenn es das tut, dann leg dein rechtes Knie zur Erde. Rechten Fuß auflegen oder aufstellen oder ablegen. Und je nachdem, was für das Knie am besten ist. Und dann sortiere erstmal hier alles. Sortiere dein Becken, lass es tiefer sinken, kuschel es Richtung Erde. Und versetz dann dein linkes Knie etwas nach außen. Das ist der linke Fuß unter der Hüfte. Wandere mit ihm zur rechten Hüfte. Und beobachte, wie es für dich möglich ist, mit dem Fuß in die Richtung der rechten Hand zu kommen. Das heißt nicht, dass du da ankommen musst, es ist nur die Richtung. Den Fuß mal anwinkeln und mal lang machen. Und das verändert etwas im Knie. Ja. Und ich bitte dich, das zu probieren, wo das Knie sich jetzt am wohlsten fühlt. Lang oder angewinkelt im Fuß oder eine Mitte etwas angewinkelt. Vielleicht ist das anders als das, was du sonst in den Ansagen gewohnt bist. Aber es ist dein Körper, es ist dein Knie. Da, wo es für dich am besten ist, da ist es gut. Wieder das Becken Richtung Erde sinken lassen. Lass es schwer werden. Besonders linke Hüfte nach hinten und rechte Hüfte nach vorn runter sinken lassen. Also die Hüfte an sich, das Becken parallel sinkt es Richtung Erde. Und wenn du dann hier bist, dann entweder richtest du dich auf, einem klaren Blick in die Welt
Oder wenn du den Wunsch hast, tiefer einzutauchen, dann auf die Unterarme zu wechseln. Ganz unabhängig davon, ob du was unter die Unterarme polsterst oder sie wirklich am Boden ablegst. Komm wieder hier an, kuschel dein Becken Richtung Erde. Lass die Atmung in den Raum des Beckens fließen und von dort durch die Hüftgelenke in die Dehnung der Beine. Und wenn du noch weiter eintauchen möchtest, dann wander mit den Händen nach vorn und lass deine Stirn und den Raum deines Brustkorbs Richtung Erde schmelzen. Auch wenn uns das etwas hinausführt aus dem Gewohnten, denn wir machen diese Hüftstellung nie im Alltag. Wir verlassen sicherlich die Komfortzone. Und immer wieder lebendig bleiben, anpassen, verändern, der Atmung Tiefe schenken. Bleib lebendig. Es geht nicht darum, etwas auszuhalten oder zu verharren. Es geht darum, auch außerhalb der Komfortzone dich gut und lebendig zu fühlen. Und dann komm langsam wieder nach oben, auf die Hände, richte dich auf und wandere mit den Händen nach links. Linke Hand außerhalb des Knies, Oberkörper kommt über dem Knie an. Atme ein und wachse nach oben in die Welt. Atme aus, komm mit einem langen Rücken ganz geschmeidig nach unten. Einatmend, eine Bewegungswelle, die dich nach oben hebt, nach oben trägt. Und ausatmend, ein ganz langer, weicher Rücken, der geschmeidig dich eintauchen lässt. Beginn noch einen Zyklus. Wenn du wieder lang nach unten eintauchst, dann verweil hier und probier, ob es möglich ist, den rechten Ellenbogen am Knie oder links außerhalb des Knies aufzusetzen. Wenn das möglich ist, dann orientier dich nach links, bring die linke Hand von oben in die rechte, schließ den Beckenboden und dreh dich langsam nach links. Das geht dann gut, wenn du Kraft hast, Kraft aufbaust und den oberen Arm in den unteren drückst. Atme dich in diese Drehung, verweil auch hier nicht, sondern bleib lebendig, bleib organisch. Und komm wieder zurück, wieder aufrichten, nach vorn wandern und dann lass dir Zeit, schenke dir Zeit, um das Hüftgelenk wieder zu neutralisieren und im abwärtsschauenden Hund anzukommen. Und dann gönn Bewegungen, Lauf, Räkel, Feder, Schaukel, Schwing, alles, was sich für dich gut anfühlt, lass es entstehen. Und dann wechsel bitte in den Vierfüßler. Auch hier bitte ich dich noch einmal mit dem Becken zu kreisen und zu schaukeln. Die eine und die andere Richtung. Dann wander mit den Händen nach vorn, tauch für einen Moment Richtung Erde ein. Genieße diese Verneigung, genieße die Atmung. Und komm wieder zurück. Und komm zum Sitzen und bring die Füße bitte nach vorn. Ja, dann schaff etwas Abstand zwischen den Füßen und kreis mit den Füßen. Beobachte, wie groß die Kreise werden können. Wir bewegen dadurch die Sprunggelenke der Füße. Wir bewegen die Beine und lassen diese Bewegung bis in die Hüftgelenke fließen. Kreis auch in die andere Richtung. Und dann beginnen die Beine ganz locker auszuschütteln. Oder mal die Unterlage auszuklopfen unter dir. Und dann komm bitte in die Rückenlage zurück.
hier gerne nochmal bewegen, räkeln, mobilisieren. Ja, dann stell die Füße auf. Schüttel die Beine aus. Heb eins nach dem anderen nach oben in die Welt. Auch nochmal ausschütteln hier. Mal die Arme mit nach oben schütteln. Und ganz viele Varianten und Ideen probieren, was für dich gut ist. Dann greif dir die Knie bitte. So eine sehr schöne, sehr dankbare Umarmung für dich. Ach hier, räkeln, genüsslich und sinnlich. Dann stell die Füße auf. Bring die Fußsohlen zueinander und lass die Knie nach außen sinken. Wenn das jetzt für dich sehr intensiv ist in dieser Hüftposition, dann kannst du mehrere Dinge probieren. Du kannst zum einen Unterlagen unter die Knie legen, sodass die Hüftgelenke Spannung loslassen können, besonders die Muskulatur an den Innenseiten der Beine. Oder du kannst mit den Füßen etwas weiter von dir wegrutschen, dann wird die Dehnung auch weniger intensiv. Oder andersherum, wenn du im Laufe der Zeit mehr magst, einfach die Füße weiter Richtung Beckendamm ziehen. Leite die Atmung in den Beckenraum hin zu Svadhisthana Chakra. Lass es atmen dort. Jetzt bitte ich dich, die Außenkanten der Füße, die berühren ja im Moment den Boden, kräftiger dort hineinzudrücken. Dann wird dein Becken leichter. Hebe es ein Stück nach oben. Und das Becken hochheben und dann ganz sanft bitte federn, sodass das Becken schwingt, die Beine mitschaukeln. Ganz locker, ganz weich federn. Und dann feder dich ganz sanft zurück zur Erde. Komm wieder an, lass noch einmal die Knie nach außen sinken. Und gib der Atmung Raum und Fülle bis hin zum Becken, bis durch die Hüftgelenke hindurch in die Beine. Und hier bleiben wir einen Moment. Bleiben, atmen und genießen. Beobachte in all dem deinen Atemfluss und stell dir vor, dass sie auch eine Welle ist. Wasser ist ja das Element von Svadhisthana. Auch deine Atmung ist eine symbolische Welle, die durch deinen Körper hindurchfließt. Eine Welle vom Bauchraum zum Brustkorb und wieder zurück. Atmen und genießen.
in diese Position wieder aufzulösen, kannst du gerne mit den Händen unterstützt die Knie zueinander bringen. Und lass die Beine ausglatten. Und entdeck dort ein Bewegungsspiel, das dir jetzt gut tut. Dann stell einen Fuß nach dem anderen wieder auf und beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. Wir rollen über das Steißbein, wir rollen über das Kreuzbein und damit wird Svadhisthana massiert. Massiert und belebt. Wenn du das dann beendest, dann greif noch einmal deine Knie. Doch hier kannst du weiter schaukeln, weiter kreisen über dem Kreuzbein. Wenn du in der Mitte ankommst, dann greif bitte mit beiden Händen dein rechtes Knie, streck dein linkes Bein nach oben aus und schwing dich damit hoch. Und dann bitte ich dich, dir einen gemütlichen Sitz für die nächsten Minuten zu suchen. Wenn du Ansätze entdeckt hast, dann schließ die Augen bitte und leg dir die Hände ganz locker auf die Oberschenkel oder Richtung Knie, wenn du im Schneidersitz bist oder in einem halben Lotussitz. Und dann bring Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander, zu Chin Mudra. Und dieses Mudra möchte uns erinnern, dass die Atmung uns lebendig durchströmt. Und damit sie das gut tun kann, bitte ich dich, den Sitz bequem einzurichten. Zum einen dann Beckenbereich nach unten zu erden, Gewicht abzugeben. Die Hüftgelenke, die wir in dieser Stunde mobilisierten, zu entspannen. Schenke ihnen eine innere Weite und lass durch diese Weite, durch dieses Tor, die Entspannung in die Beine fließen. Lass die Beine entspannt und schwerer Richtung Erde sinken. Alles vom Becken abwärts kann Gewicht abgeben, kann sich mit dem Boden verbinden, sich mit ihm verwurzeln. Alles vom Becken aufwärts darf wachsen, lebendig und frei und leicht. Reckel dich hoch in die Welt, entdecke eine innere Größe, eine innere Freiheit, die dich aufrichtet und wachsen lässt. Dann entspann deine Haut, entspann die Muskulatur, die dich umhüllt, lass sie durchlässig werden. Und schenk auch den Gelenken des Oberkörpers mehr Weite, den Schultern, den Gelenken der Halswirbelsäule, den Kiefergelenken, dass sich alles entspannen dürfen. Svadhisthana Chakra ist ein Chakra, das uns in die Lebendigkeit bringt. Das Element ist das Wasser und Wasser fließt. Wasser passt sich an. Wasser kann sich verändern. Immer wieder neue Formen und Zustände annehmen. Svadhisthana ist ein Chakra der Lebendigkeit und Veränderung. Wir haben das im Körper jetzt erfahren dürfen. Die Yoga-Praxis führt uns auch mal aus der Komfortzone heraus. Und das ist wichtig. Denn die Komfortzone bedeutet, immer das zu machen, was wir gewohnt sind.
es bedeutet, in der Routine verhaftet zu sein. Zum einen ist das sinnvoll. Routine sorgt dafür, dass wir die Dinge, die wir immer wieder machen, ohne große Anstrengung machen können. Es braucht keine große Leistung des Gehirns, sich die Zähne zu putzen beispielsweise oder immer den gleichen Weg zur Arbeit zu nehmen. Das ist gewohnt. Und doch ist die Routine etwas, das einen Rahmen bildet. Und manchmal wird dieser Rahmen immer kleiner. Dann werden die Bewegungen, die wir machen, immer kleiner. Und das ist letztlich auch etwas, das uns im Leben begegnet. Als Kind, da bewegten wir uns viel mehr. Ja, wir spielten, wir tollten, wir waren lebendig. Ja, und wir sehen das an Kindern, die sind immer in Bewegung, immer in Aktion, immer lebendig. Und oft ist die Gefahr, dass wir, je älter wir werden, desto mehr von dieser Lebendigkeit verlieren. Das merken wir in den Bewegungen, die nicht mehr so gut möglich sind. Der Körper wird steifer und fester. Die Gelenke verlieren Bewegungsspielräume. Bewegungsräume werden kleiner. Das führt oft dazu, dass wir im Alter die Arme nicht mehr nach oben heben können, weil das die Schultergelenke nicht mehr machen können. Und Yoga ist eine sehr fantastische, gute Möglichkeit, die Beweglichkeit und Lebendigkeit beizubehalten oder auch sie wieder herauszukitzeln aus dem Körper. Wenn du dich an die ersten Yogastunden noch erinnern kannst, egal ob die erst neulich waren oder schon eine ganze Wegstrecke zurückliegen, dann kannst du sicherlich nachvollziehen, dass die Yoga-Praxis deinen Körper verändert. Dinge, von denen du gar nicht mal dachtest, dass sie möglich sind, sind auf einmal wieder möglich. Bestimmte körperliche Positionen werden leichter, die Beweglichkeit wird größer, die Geschmeidigkeit des Körpers wird besser. Und das kommt daher, dass der Körper ein lebendiges und organisches System ist. Er passt sich der Welt an. So wie du ihn als Werkzeug einsetzt, so passt er sich an, so verändert er sich oder eben nicht. Gelenke bauen sich um, Muskulaturen bauen sich um, je nachdem, wie du sie benutzt und forderst oder eben nicht. Die Haut verändert sich immer wieder neu. Deine Haare und Nägel wachsen. Selbst deine Knochen verändern sich. Du hast nicht die gleichen Knochen wie damals, als du ein Kind warst. Dein gesamter Körper hat sich verändert, auch deine Knochen. Alles hat sich angepasst den Anforderungen der Welt. Und das ist gut. Denn so kannst du dir wieder etwas zurückschenken. Freiheit, Lebendigkeit, Beweglichkeit. So kannst du die Routine erweitern, die Komfortzone ausweiten. Und Yoga ist ein fantastisches Werkzeug dafür. Svadhisthana lädt uns aber auch auf geistiger Ebene ein, lebendig zu bleiben. Und das ist nicht immer einfach. Ja, gerade wenn die Welt sich ändert und wir in den Routinen verhaftet bleiben und die Dinge immer gleich machen, dann führt uns das in Konflikte. Dann entsteht ein Widerspruch zwischen den Dingen, die wir immer tun, und der Welt, die sich verändert hat und gewandelt hat. Manchmal sieht man das an Menschen, wenn sie in der Vergangenheit verhaftet sind, weil da alles besser und schöner war. Merkt man das in den Gedanken, im Geist, wenn er fest wird, sogar im Körper, wenn er fest wird. Und Svadhisthana öffnet uns hin in die Möglichkeit, Veränderungen anzunehmen. Denn nicht nur wir verändern uns im Körper, auch die Welt um uns herum verändert sich.
Und Svadhisthana lädt uns ein, auch im Geist, wenn die Welt sich verändert, die Komfortzone zu durchbrechen, sich einzulassen auf das Neue. Manchmal sorgen Herausforderungen für Ängste und Sorgen. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz normal, weil das auch bedeutet, Vertrautes loslassen zu müssen. Und doch sind Krisen, schwierige Zeiten und Veränderungen eine Chance. Eine Chance, sich zu verändern, sich auf das Neue einzustellen und sich anzupassen. Denn das ist nun mal das Leben. Und so möchte uns dieses Chakra einen weiten Geist schenken, der sich der Welt öffnet, der lebendig und neugierig die Welt wahrnimmt und bereit ist, sich auf sie einzulassen, auch wenn sie sich ändert, auch wenn das bedeutet, dass wir uns immer wieder anpassen müssen. Aber es ist eine Chance, neue Wege zu entdecken, neue Pfade zu beschreiten, neue Erfahrungen zu machen und mit ihnen zu wachsen. Ich wünsche dir, dass du bereit bist, Veränderungen anzunehmen, dass du bereit bist für das Neue, für das Ungewohnte, auch wenn es bedeutet, dass die Komfortzone sich verändern muss, auch wenn es bedeutet, über das Gewohnte hinauszugehen. Ich wünsche dir, dass du bereit bist, Veränderungen anzunehmen. Und sie zuzulassen. Ich bitte dich, noch einmal die Atmung zu spüren, wie du jetzt atmest, wie du geatmet wirst. Lass sie wie eine Welle durch deinen Körper strömen. Erfahre deinen Körper, einerseits mit dem Boden verwurzelt. Dort ist Halt, dort ist Kraft und Stärke, die dich trägt. Und mit diesem Halt zu wachsen, in die Welt, nach oben, dich aufzurichten, eine innere Größe, eine innere Freiheit und Lebendigkeit zu erfahren im Körper. Bitte dich, den Raum, in dem du bist, wieder zu spüren und wahrzunehmen. Und dann die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander zu bringen. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann vertief sie. Und öffne im Einatmen die Arme, mach einen weiten, großen Bogen hoch in die Welt. Und atme aus, bring die Hände zueinander vor deine Stirn, den Mund und vor den Raum deines Herzens. Und ein zweites Mal bitte einatmend, ganz lebendig, ganz groß die Welt umarmen.
so wie sie ist, so darf sie sein. Ausatmen, bringst du die Hände wieder vor dir zurück zum Raum des Herzens. Auch so wie du bist, so ist es gut, so darfst du sein, ohne anders sein zu müssen. Und wenn du magst, dann verneig dich. Nicht nur vor der Welt, besonders auch vor dir selber. Und aus diesem Danke, dass du so bist, wie du bist, so dass es gut ist, aus dem Danke für die Zeit, die du eben geschenkt hast, bitte ich dich, dich wieder aufzurichten und die Augen langsam wieder in die Welt zu öffnen. Und ich wünsche dir lebendige, neugierige Wege für die nächsten Tage. Und danke, dass du heute mit dabei warst. Namaste.